Seid gegrüßt, Hans. Und zwar einmal runtergeschluckt und wieder hochgeholt. Sag mir... weiß ich schon wieder nicht mehr. Sag mal, spinnst du? Willst du mich etwa zu Tode erschrecken? Ja. Was suchst du eigentlich hier? Siehst du nicht, dass ich am Essen bin? Ein Gegenstand, der euch gehört, hat vor kurzem meine Aufmerksamkeit erweckt. Es handelt sich um den Wunderkrug vor eurer Tür. Wovon redest du da? Du meinst das alte Mistding und jetzt willst du zusammen was? Mir recht jedoch, wenn ihr wüsstet, wie überglücklich das mich macht. Hey, ich hab noch nicht gesagt, dass du das Ding behalten darfst. Aber ihr sagtet ihr zuvor nicht, wie unbedeutend dieser Gegenstand für euch sei. Ich entscheide immer noch, was mit meinem Eigentum passiert, klar, und da ich gerade keine so gute Laune habe, kannst du die Krugers recht vergessen. Wollt ihr euch nicht besinnen, werter Hans? Habt ihr etwa das gute im Menschen vergessen? Nein, aber ich kann mich ganz gut an das Dumme in dir erinnern. Ey, bist du taub oder was? Du kriegst das Ding nicht, jetzt hau ab! Ein Bildnis von einer gewissen Scheibe, die sich Erde nennt. Ja. Okay, Mayomas, exotische Gewürze. Definitiv. Der kann ja immer noch nichts. Wow. Speichern wir doch einfach mal. Warum auch nicht? Ich hab zwar vor, das hier an einem Stück zu spielen, aber wer weiß, wie lange es dauert. Seid gegrüßt, Klaus. Was suchst du dann, Plage hier? Wie ist eure Verfassung? Es geht mir gut. Wie es mir geht, meinst du? Seitdem ich dich erblickt habe, umso schlechter. Ihr scheint etwas zu suchen. Da hast du nicht so unrecht. Mein Aspirin sollte eigentlich hier liegen, aber wie du siehst... da kenne ich ein anderes Heilmittel. Keule auf den Kopf. Gibt es keine Anzeichen zum Verbleib jener Wundermittel? In der Tat ein recht ärgerliches Stück, das Fortuna euch gespielt hat. Was? Fortuna? Vergiss es. Komm mal nicht auf die dumme Idee, mir helfen zu wollen, klar? Du hast mir schon genug Zeit gekostet. Okay. Aspirin, hm? Aus diesem rasengleichen Behälter entsteigt ein wohltuender Geruch. Ah ja, hatten wir das nicht schon mal? Mysteriös. Wow, ein Bücherregal in der Mauer. Und wahrscheinlich auch eine unnütze Tür. Diese Flasche wurde bereits zur Hälfte geleert. Welch Durst muss ihn überkommen haben. Dieser hölzerne Freund ist zurzeit unbenutzt. Es scheint, als sei unsere kleine Forschungsexpedition hier an ihr vorzeitiges Ende gelangt. Welch Geheimnis mag diese Tür nur hüten? Eine Wand. Sieh an, eine Badewanne. Welche hygienische Verwöhnung. Keine andere Sau hat das hier in dem Haus. Dieses Gefäß ist leer. Dies muss das federweiche Bett des hiesigen Bewohners sein. Welche Entspannung muss in ruhigen Stunden darin zu finden sein? Diese in Stein gefasste Feuerstelle verleiht dem Raum sicher in kalten Tagen ein Gefühl der Geborgenheit. Sicher. Welch stolze Sammlung an Lektüre. Ob ich einen Blick wagen sollte? Was bist du für ein Vogel? Du würdest nicht mal den Unterschied merken, wenn du ein Buchkopf überhalten würdest. Vernehme ich da etwa eine leise Kritik aus diesem hölzernen Wissensspeicher? Wäre ich nicht hier drin eingemauert, hätte ich dich bereits unter meinem Gewicht begraben. Könnte dieser verstimmte Genosse vielleicht etwas Gesellschaft brauchen? Nein, danke. Ich hab schon Gesellschaft, nämlich die Bücher in mir. Wie wäre es mit... Fick dich, Alex! Aber, das ist doch nicht der angemessene Ton für Literatur. Jupp. Es geht nicht. Welch sonderbarer Untertrunk vermag Kummer und Sorgen zu vertreiben. Schnaps? Ein Sack. Nicht sehr ästhetisch, jener Anblick. Jo. Das hatten wir schon. Ja, gehen wir doch erstmal weiter. Warum auch nicht? Dieser Kerzenständer erhält an so manch romantischen Abend diesen Flur. Und dann kommst du, um es zu ruinieren. Aha. Hey, noch ein Wunderkrug? Guck mal, Alex, noch ein Wunderkrug. Entreißt er sich etwa dazu, diesen schimmigen Eimer mit meinem gar prächtigen Wunderkrug gleichzusetzen? Ja, ist er denn von Sinnen? Die beiden Teile sehen doch total gleich aus. Hört, er zweifelt an der Wundersamkeit meines Kruges. Wundersamkeit? Bist du jetzt vollkommen bescheuert geworden?
Hör auf, ständig neue Wörter zu erfinden. Ich denke, diese Konversation nun zu beenden, Momento. In Ordnung. Schild, berühr! Was nur auf dieser steinernen Platte stehen mag. Komm, lass mich mal sehen. An alle Mitbewohner, es ist an der Zeit, dass wir etwas gegen diesen Parasit unternehmen, der unsere geschätzte Wohngemeinschaft auf unverschämte Art und Weise aufs Spiel setzt. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie dieses Individuum unser Leben zerstört. Wohnvorstand, Herr Krause. Welche Nachricht will uns dieser stille Botschafter überbringen? Da drin ist die Rede von einer Person, die hier nicht so viele Freunde hat. Was lachst du denn jetzt so blöd? Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich gemeint sein könnte, da bin ich aber froh. Jo. Diese Sitzecke erscheint mir doch etwas eng, dennoch sehr angenehm. Denn wir sind ja alle nur ein Teil groß. Hey! Was war das denn? Ich nehme nichts Wundersames wahr an diesem Krug. Mir reicht schon einer von der Sorte. Mein, aus gutem Hause, so gehört es sich. Ich wünschte, dasselbe könnte man auch über dich sagen. Dem Minderheitsurteilen nach muss dies ein Trinkbehälter sein. Das bezweifle ich. Ich kann doch noch nicht die Zeit lesen. Es ist nur noch 15.23 Uhr. Seid gegrüßt, Leopold. Warum musst du ausgerechnet jetzt reinkommen, wenn ich versuche, mein Essen zu genießen? So hört mich an, werter Herr. Was um alles in dieser Welt könnte diese Ausgeburt der Hölle nur zu mir bringen? Warum steht ihr hier und nicht wie eine Sekunde vorher noch dort unten? Damit deine grässlichen Griffel nicht an meinen Schrank gelangen, ist doch klar. Was könnt ihr nur versuchen zu verbergen? Wie ist eure Verfassung? Mir würde es bestimmt besser gehen, wenn ich deine Hackfresse nicht länger zu ertragen hätte. Verdammt, jetzt ist mein Appetit dahin. Kann ich euch helfen? Warum sollte ich von dir Hilfe haben wollen? So verzweifelt werde ich nie in meinem Leben sein. Ihr braucht wirklich keinen Beistand. Warum sieht er dann so angespannt aus? Siehst du nicht, dass du dem armen Mann Angst machst? Das ist aber auch verständlich bei dir. Geh, habet euch wohl. Das wurde aber auch höchste Zeit, mein Essen wartet. So sehe ich also aus? Mein Beileid. Wie wird mir erblicke ich etwa dort mein Heim? Wie zur Hölle könntest du von außen in das Gebäude schauen? Ah, vergiss es. Dies ist also Leopolds Schlafgemach, sehr interessant. Verschwinde gefälligst von meinem Bett, du Untier. Wie denkt ihr denn von mir, werter Herr? Die Kette hat bei mir Vorrang. Oh, wirklich. Sieh her, welch liebliches Tischlein. Welch sonderbarer Bau ist dies? Vorhänge an einer Wanne? Das ist eine Dusche. Du weißt schon. Zum Duschen. Faszinierend. Das ist mir ehrlich gesagt auch neu. Nun gut. Noch so ein schöner Kerzenständer. Diese hier übertrifft den anderen sogar bei weitem. Welch edles Tafelsilber, wirklich Fachmannsarbeit. Du räuberisches Wesen wirst mein Besteck an Ort und Stelle lassen, hörst du? Seid unbesorgt, Leopold. Eure Sachen sind bei mir bestens aufgehoben. Wie war das? Oh. Ich wollte es mitnehmen. Nun gut. Ups. Welch vorzügliche Wahl für einmal. Mach endlich, dass du wegkommst. Mein Essen wird noch wegen dir kalt. Ups, das war ja nicht geplant. Okay. Dem Minderheitsurteil nach muss dies ein Trinkbehälter sein. Definitiv. Okay. Ah, verdammt, ich war zu lang. Okay. Ein Abbild unseres schönen Planeten. Woher wusste der Künstler von der Konstellation der Kontinente? Dieses verlassene Regal begehrt so sehr gefüllt zu werden, nur um seiner Befriedigung wegen. Oh ja. Eine wahrlich gelungene Dekoration für diesen edlen Bau, in dem wir uns befinden. Oh. Hebel, berühren. Bücher, wenn ich bloß ihren Inhalt ausmachen könnte.
in Gefangenschaft und 7 Wege zum schmerzhaften Ableben stehen hier. Hm. 7 Wege zum schmerzhaften Ableben würden mich doch sehr interessieren. Diese einklappbaren Häuser freuen sich größter Beliebtheit. Apfelsaft, genau. Welch drolliges Pflänzchen, Herz allerliebst. Lass mal schön den Blumentopf stehen. Ja, so ist es gut. Dieser Pott verblasst ihn gleich zu meinem Wunderkrug. Welche Geschmacksverirrung hat beim Zusammenstellen dieser toxischen Gewürze mitgewirkt? Du übst Kritik? Diese Seite kannte ich bisher noch nicht von dir.